Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2. In Transport Fever 2 werden wir zum Logistikunternehmer und kümmern uns um alles, was irgendwie mit Mobilität zusammenhängt. Das heißt, öffentlicher Nahverkehr, Fernverkehr, Warentransport oder auch direkt der Rohstofftransport ist alles unser Job. Und je nachdem, wie gut wir das machen, wächst und gedeiht dann auch die Welt. Das heißt, die Städte wachsen und wir versorgen die entsprechend. Das klingt super interessant, ganz witziges Konzept erstmal, was komplett neu ist. Und das schauen wir uns heute mal zusammen an. Ganz neu ist es dann vielleicht doch nicht. Es gibt natürlich schon Transport Fever 1. Vielleicht kennt ihr das Game. Ich habe es auf jeden Fall sehr interessiert mitverfolgt, habe es aber selber nicht gespielt. Von dem her habt ihr so ein bisschen Nachsehen mit mir. Für mich ist das Game komplett neu. Und am 11. Dezember soll jetzt Transport Fever 2 rauskommen. Das heißt, wir spielen hier eine Pre-Release-Version. Kann sein, dass da noch der ein oder andere Bug auftritt. Aber der sollte dann hoffentlich bis zum Release behoben sein. Das Spiel ist schon vorbestellbar, wird auf Steam erscheinen. Und alle, die vorbestellen, kriegen direkt mal 10% Rabatt, was ich eigentlich ganz cool finde. Und wenn ihr Transport Fever 1 schon haben solltet, dann kriegt ihr nochmal 15% obendrauf. Ob es sich jetzt deswegen gleich lohnt, sich Transport Fever 1 zu holen, kann ich nicht wirklich beantworten. Ich habe das 1er, wie gesagt, nicht gespielt, aber das 2er ist praktisch der Nachfolger, also sehr ähnlich. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir aber erstmal genug geredet. Wir starten jetzt mal ein neues Game. Hier gibt es auch eine ziemlich coole Kampagne, die so ein bisschen als Tutorial funktioniert, wobei ich mir das doch ein bisschen detaillierter wünschen würde. Also mir hat das Tutorial nicht so super gut gefallen, aber man kann sich auch selbst ganz gut einarbeiten. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige... Das Coole ist, dass das auch tatsächlich alles vertont ist. Der Text wird einem vorgelesen, also das ist wirklich richtig cool gemacht. Und vom Stil her ist es auch richtig, ja, cool durchzuspielen. Wir starten jetzt aber, glaube ich, mal so ein freies Spiel und ich glaube, wir gehen mal in die Wüste. Ihr wisst, ich mag Wüsten eigentlich ganz gerne. Und es ist mal was anderes. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir können hier ganz viele Optionen wählen, wie viele Canyons wir wollen. Ich will eigentlich nicht so viele Canyons. sonst wird es vielleicht ein bisschen komplex am Anfang. Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Wir können die Kartengröße wählen. Wir nehmen mal Mittel. Wir können auch das Format wählen. 1:1 ist, glaube ich, gut. Dann können wir wählen, wie viele Städte es gibt. Dann nehmen wir mal Mittel und Industrien. Würde ich jetzt fast mal hoch wählen. Mal gucken, wie viele das dann sind. Wir sehen ja so eine Vorschau. Und wir müssen das natürlich dann alles miteinander verbinden, ist klar. Also wir wollen dann die Industrieanlagen verbinden und die ganzen Waren und so weiter in diese Städte liefern. Das sind jetzt nicht viele Städte, ne? Das sind jetzt 4, 6, 8 Städte sind das, ne? Reicht uns das? Sogar eins. Ist eins Zeit? Ich glaube, das sind 9. Okay. Ich glaube, wir machen das jetzt mal so und schauen dann mal, wie es läuft. Ich bin super gespannt. Das Spiel ist gar nicht so einfach. Ich habe mal reingeguckt und es war dann doch ziemlich komplex. Wir starten im 19. Jahrhundert, 1850. Wir können jetzt auch noch auswählen, welche Nation wir spielen wollen, also in welcher Welt wir praktisch unterwegs sein wollen. In Transport Fever gibt es Modelle für Europa, USA und Asien. Die haben alle ihre eigenen Züge, Fahrzeuge und so weiter, ihren eigenen Baustil, die eigenen Häuser. Das ist richtig, richtig cool und richtig detailliert gemacht. Ich denke, wir nehmen mal die USA und Wüste. Das ist ziemlich cool, glaube ich. Und die Schwierigkeiten lassen wir mal auf einfach stehen, dass ich nicht gleich scheitere. Wir können natürlich auch benutzerdefiniert einiges einstellen hier, wenn wir das später mal wollen. Aber ich denke, für uns reicht das jetzt erstmal so, wie es ist. Wir lassen das alles auf Standard, wir nehmen USA und dann starten wir einfach mal. Go, go. Und da sind wir auch schon. Wo sind wir eigentlich? Hier ist ein riesengroßer Fluss. Ist das? Oh oh. Ich hoffe mal, das ist keine Schlucht. Nee, das ist einfach nur ein Fluss. Wir haben sogar schon eine Brücke, das ist auf jeden Fall cool. Ja, so ein Fluss ist ein Hindernis, das heißt, da müssen wir dann erstmal drüber. Die Kamerasteuerung ist invertiert komplett. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Also wir sehen jetzt hier unsere Städte. Wir sehen unsere Fabriken. Und jetzt wird es so ein bisschen taktisch. Wir wollen natürlich die Anlagen möglichst effektiv verbinden. Das heißt, möglichst kurze Transportwege. Wir
Gerade am Anfang ist es super wichtig, dass wir da nicht so viel Geld in den Sand setzen. Je länger die Transportwege, desto teurer ist der Transport natürlich für uns. Und desto schwieriger ist es dann profitabel zu arbeiten. Das heißt, wir suchen uns erstmal möglichst einfache Locations aus. Wir gucken, was die Städte brauchen. Las Vegas könnten wir versorgen. Die wollen Sprit und was zu essen. Jetzt müssen wir gucken, wo es hier was zu essen gibt. Da ist zum Beispiel eine Lebensmittelfabrik. Aber hier gibt es keine Farmen. Da ist eine Farm. Farm? Also ein Bauernhof? Oh, das müsste eigentlich Ranch heißen hier, ne? Und hier ist die Lebensmittelfabrik. Das heißt, wir können die Lebensmittel da verarbeiten und dann nach Las Vegas rüber transportieren. Das würde funktionieren. Das könnten wir eigentlich zum Start machen. Mal gucken, was es noch so gibt. Das wäre eine Option. Hier oben ist... Das sind ziemlich komplexe Sachen hier. Hier könnten wir Stahl herstellen. Das ist ein Stahlwerk. Da könnten wir Baumaterialien herstellen. Die wollen zum Beispiel Baumaterialien haben in Rayleigh. Dafür bräuchten wir jetzt noch einen Steinbruch, um die Fabrik hier zu versorgen. Der Steinbruch wäre hier. Das ist halt schon wieder ziemlich weit. Unser Hauptinteresse ist natürlich, hier Kohle zu verdienen. Wir sind ein Transportunternehmen. Und das zweite Interesse ist auf jeden Fall auch, dass wir die Städte optimal versorgen, damit die sich gut entwickeln und die Nachfrage steigt. Und so soll das Ganze dann später mal funktionieren und wir dann möglichst viel Umsatz machen. Zeit ist natürlich auch Geld, also müssen wir uns bald entscheiden oder wir pausieren das Ganze einfach. Geht natürlich hier genauso. Aber wir haben jetzt 5 Millionen Dollar zum Start und es wird auch weniger, wenn wir hier einfach nur rumhängen und abwarten. Wir haben jetzt schon Kosten. Ich weiß gar nicht genau, was für Kosten wir haben. Können wir direkt mal nachschauen? Ah ja, wir müssen Zinsen zahlen. Wir haben ein Darlehen von 5 Millionen aufgenommen und dafür müssen wir auf jeden Fall Zinsen zahlen. Und das ist das, was im Moment bei uns abgeht. Es gibt auch so ein paar Tippscreens am Anfang. Das ist auch ganz nett. Aber es ist wirklich ein Spiel, wo man sich so ein bisschen einarbeiten muss. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ich gucke jetzt mal über die Karte, was wir noch so an Optionen haben. Wenn mir noch was richtig Cooles auffällt, dann versuchen wir das vielleicht. Hier gibt es zum Beispiel Öl. Da ist so eine Fabrik, um das Öl zu raffinieren, das Rohöl einfach zu Öl zu raffinieren praktisch. Das heißt dann Öl. Jetzt bräuchten wir aber noch so eine Spritfabrik, die daraus dann Brennstoffe herstellt. Und da ist keine in der Nähe. Das heißt, da haben wir wieder lange Transportwege. Das ist jetzt nicht so ganz optimal für uns. Ich denke fast, wir starten hier mal in Fremont. Das sieht auch sehr interessant aus. Hier gibt es nämlich Öl, hier gibt es eine Ölraffinerie und hier gibt es eine Treibstoffraffinerie. Damit können wir dann Treibstoff herstellen und Fremont versorgen. Und die wollen auch ganz gerne Werkzeuge. Und Werkzeuge können wir auch herstellen. Hier gibt es Holz, das können wir zu Brettern im Sägewerk verarbeiten und dann hier die Werkzeugfabrik beliefern, die dann Werkzeuge herstellt. Also das ist, glaube ich, eine richtig gute Option hier. Das ist also unsere Starterstadt, Fremont. So sieht es hier aus. Da sind so ein paar Pferdewagen unterwegs. Wir sind ja im 19. Jahrhundert, wie gesagt, 1850 unterwegs. Und so sieht unsere Stadt hier jetzt aus. Super cool, mega detailliert und richtig belebt eigentlich auch. Gut, was los hier? Das dürfte ja nicht so schwer sein, hier die Wirtschaft ein bisschen zu pushen, oder? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt muss ich nur die Kamera irgendwie wieder so hinwurschteln, dass ich mich da wieder auskenne. Ungefähr so. Und ein bisschen steiler. So. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, hier die Betriebe zu versorgen. Mit Mobilität. Das ist das, was wir machen. Hier sind die ganzen Übersichten. Die brauchen wir im Moment, glaube ich, noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier ins Baumenü und wir versorgen die Stadt dann mit Werkzeug. So ist der Plan. Wir müssen als erstes das Holz vom Sägewerk hier runter transportieren. Dafür nehmen wir jetzt am Anfang, glaube ich, wir könnten direkt Züge nehmen. Die können natürlich viel transportieren. Die sind aber auch teuer. Das ist die Frage. Wollen wir das direkt wagen? Ich denke, wir nehmen jetzt am Anfang einfach mal Pferdewagen. Und müssen wir hier rüber. Dann nehmen wir solche Straßen und bauen einfach das Ganze mit einem Pferdewagennetzwerk auf. Das ist natürlich nicht ganz so elegant, aber das ist auch nicht so wirtschaftlich nicht so risikoreich, wie Züge zu verwenden. Wir bauen, glaube ich, als erstes mal so einen Weg hier rüber. Eine direkte Straße praktisch. Dafür nehmen wir mal diese Feldwege. So. Und so. Wunderschön. So ein bisschen geschwungen. Sehr elegant. Und dann bauen wir da jetzt zwei solche LKW-Stationen hin.
Die heißen also schon LKW-Stationen, sind aber eigentlich keine LKW-Stationen, sondern solche Fuhrwagenstationen. Mit M und N können wir die drehen, das können wir auch mit der Maus, aber ich finde es mit den Tasten so ein bisschen praktischer, deswegen machen wir das einfach mal mit M und N. Und dann stellen wir hier so eine Station hin. Das gleiche machen wir hier unten auch. Da müssen wir die nur noch mal drehen. Ungefähr so. Und dann stellen wir das Ding da auch noch mit dazu. Und dann brauchen wir noch so ein Straßenfahrzeugdepot. Da kommen unsere LKWs praktisch raus. Wo stellen wir das denn mit dazu? Ah, der Weg nach Fremont ist jetzt ziemlich weit. Das ist nicht so cool. Da müssen wir vielleicht noch eine Abkürzung bauen, früher oder später. Bauen wir das mal hier mit dazu, ungefähr. Da. So. Und jetzt müssen wir natürlich LKWs hier, beziehungsweise Pferdewagen erstmal ranschaffen, damit wir die Ressourcen transportieren können. Bei Cargo gibt es im Moment nur das Pferdefuhrwerk. Das ist jetzt nicht so super elegant. 2 kW Leistung, ich weiß nicht, sind es dann 3 Pferde? Ich meine, das sind ja mehr als 2 PS, ne? Also ein Pferd hat keinen 1 PS, das ist klar. Das ist nur so eine komische Maßeinheit für unsere heutigen Fahrzeuge. Ich denke, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ich kaufe jetzt mal, kaufen wir mal 5. Die kosten uns $119.000. Ich denke mal, das war damals ziemlich viel Geld. Das ist heute auch noch ziemlich viel Geld, ehrlich gesagt. Die kaufen wir uns jetzt mal. Und dann brauchen wir aber noch eine Linie für die. Die habe ich noch gar nicht erstellt. Wir erstellen jetzt erstmal so eine neue Linie. Die nennen wir dann, wie heißt denn unser Städtchen hier? Fremont. Die benennen wir dann nach unserer Stadt, dass wir später so ein bisschen Überblick haben. Fremont Holz. So. Da fügen wir jetzt Haltestationen dazu. Und zwar diese und diese. Und das reicht dann eigentlich schon. Was wir transportieren wollen, müssen wir gar nicht festlegen. Das wird automatisch gemanagt, weil es halt hier unten Nachfrage nach Holz gibt und da oben gibt es Holz. Wir sehen auch, wir haben das miteinander verbunden. Wenn wir die Truckstation hier anwählen, dann sehen wir, dass die verbunden ist mit dem entsprechenden Gebäude hier, mit unserem Sägewerk und dem Wald. Da hört man gleich die Kettensäge. Und jetzt können wir unseren Pfad hier anwählen. Das ist unsere Linienübersicht. Die können wir hier anwählen, können die konfigurieren. Und ja, wollen wir aber gar nicht. Könnten wir machen, wenn wir die konfigurieren wollten. Wir wollen jetzt aber ins Straßenfahrzeugdepot und unsere Fahrzeuge zuweisen. Das geht hier. Einmal alle auswählen, dann hier der Fremont-Holzlinie zuweisen. Und dann sollten die jetzt alle loslegen. Tipp. Pausenmodus. Alles klar. Wir können natürlich auch schneller laufen lassen, dass hier so ein bisschen was losgeht. Ungefähr so. Dann rasen die da alle raus. Also, für Pferde ist das schon ziemlich schnell, ne? Das sind nur 2 Pferde und die haben 2 kW. Das heißt, ein Pferd hat mehr als 1 PS. Das ist schon mal gut. Dann sind die ja schnell, oder? Also, wir haben auch detaillierte Statistiken zu unseren Fahrzeugen. Wir sehen hier, die schaffen 18 km/h Spitze und haben eine Kapazität von 4 Einheiten. Das heißt, sie können 4 Holzbalken transportieren oder sowas in der Art. Und 1,5 Tonnen, also vielleicht doch ein bisschen mehr sogar. Ziemlich cool. Wir haben auch Emissionswerte und sowas. Das wird später alles noch ziemlich interessant. Aber im Moment geht es jetzt einfach mal darum, hier die ersten Transportlinien zu schaffen und ja, alles hier zu versorgen. Wir wollen natürlich dann die Holzbretter, wenn wir die hergestellt haben, da hoch transportieren. Das ist ein ziemlich langer Weg. Das heißt, das Holz muss erst hier runter und dann wieder da hoch. Also die Bretter müssen dann wieder da hoch. Das ist ein bisschen unpraktisch. Wäre natürlich besser, wenn die Fabriken andersrum stehen würden. Aber da haben wir wirklich keine Möglichkeit, das hier auszuwählen. Das ist nicht unser Ding, sondern die Städte und die Fabriken sind so, wie sie sind. Da können wir nichts ändern. Auch, ja, die Städte wachsen also wirklich so, wie sie wollen. Wir können zwar die Straßen hier zum Beispiel bauen. Da haben wir jetzt 2 Häuser abgerissen. Und die bauen sich hier dann wieder so eigene Straßen. Und ich kann dann so ein bisschen hier mit an den Straßen bauen, so wie ich das gerne hätte. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, wir verbinden die alle, dass wir später gute Connections haben überall und die Leute möglichst gut nach Hause, zur Arbeit und so weiter kommen, wo auch immer die hinwollen. Und man sieht auch, wenn ich hier so Straßen baue, ich hätte die gerne gerade, wie ist das gerade? Ungefähr so. Das ist nicht wirklich gerade, ne? Gehen wir mal davon aus, dass das gerade ist. So. Wenn ich hier anfange, Straßen zu bauen, dann werden die auch super aktiv, bauen dann auch Straßen und dann passiert hier einiges. So, das Haus bauen wir auch wieder ab. Okay, das sollte dann erstmal passen. Mal gucken, was die da draus machen.
Fremont. Da bauen sie schon wieder eine Straße. Die würde ich dann auch direkt wieder verbinden. Ungefähr so. Bam. Okay. Das ist unsere Hauptstadt jetzt erstmal. Unser Firmensitz praktisch. Von hier aus operieren wir jetzt vorerst. Jetzt gucken wir mal, was diese Pferdewagen machen. Ich glaube, wir brauchen mehr Pferdewagen, oder? Oh, die brauchen richtig lange. Das ist super weit. Das heißt, wir sollten vielleicht früher oder später doch direkt mit Zügen arbeiten. Jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Die kosten uns also regelmäßig. Die sind nicht günstig, diese Pferdewagen. Der holt sich hier jetzt Holz ab. Lädt es auf. Genau, die kosten uns hier 3,32, 3,25. Kommt immer drauf an, wie alt die schon sind und wie abgenutzt die sind, glaube ich. Also die müssen auch gewartet werden und sowas. Das ist ganz interessant. Aber die haben jetzt auf jeden Fall schon einiges gekostet und bis jetzt noch nichts gebracht. Wir sind bei 3,5 Millionen. War vielleicht gut, mit Pferdewagen zu starten. Jetzt kommt aber gleich der erste an und liefert hier unsere Ressourcen ab. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Wir kriegen also schon, bevor wir irgendwas verkaufen, Geld, weil wir ja eigentlich ein Transportunternehmen sind. Wir müssen gar nichts verkaufen, sondern wir müssen die Sachen einfach nur dahin transportieren, wo sie hin müssen. Bäm, 6.685. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Also der Pferdewagen rentiert sich auf jeden Fall. Aber ich denke, wir brauchen ein paar mehr. Kaufen wir mal noch so ein paar von diesen coolen Pferdefahrwerken. Kaufen wir mal noch 5. So. Okay, dann haben wir bald die ersten Bretter. Die Bretter müssen wir dann hier runter transportieren. Und das ist wirklich weit, wie gesagt. Wollen wir da direkt einen Zug bauen oder ist das übertrieben? Das ist jetzt die Frage. Wir können mal gucken, was hier so ein Bahnhof kostet. Das ist ein Güterkopfbahnhof. Der würde uns 180.000 kosten. Das kann man sich auf jeden Fall leisten, oder? Ich glaube fast, das machen wir. Dann bauen wir 2 Kopfbahnhöfe. Was ich jetzt auch noch geplant hätte, war eigentlich eine Straße nach Fremont. Die brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht wirklich, weil wir die Bretter nicht nach Fremont transportieren, sondern wir wollen die Werkzeuge nach Fremont transportieren. Das heißt, wir bauen jetzt mal keine Straße hier direkt vom Sägewerk nach Fremont. Die brauchen wir eigentlich nicht, sondern wir bauen hier so einen Kopfbahnhof. Ungefähr so. Der muss auch mit der Straße verbunden werden. Und wir sehen, die anderen Gebäude leuchten, die anderen beiden. Das heißt, wir sind dann mit allen anderen Gebäuden verbunden, wenn alles nach Plan läuft. Soll ich den wirklich da reinquetschen? Der hat da nicht wirklich viel Platz, ne? Notfalls müssen wir die anderen Gebäude ein bisschen umplatzieren. So, steht. Jetzt brauchen wir natürlich noch... Ich lass mal langsamer laufen, weil das kostet uns jetzt richtig viel Geld. Jetzt brauchen wir natürlich hier drüben auch noch einen Bahnhof. Den stellen wir dann mal... Den denn hinstellen? Können wir den hier vorne hinstellen? Ich glaube, das ist gar nicht schlimm, wenn das so weit weg steht. Probieren wir das mal aus. Also mit der Maus kann man die Bahnhöfe auch drehen. Einfach die Shift-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr den mit der Maus so ein bisschen hindrehen, wie ihr den gerne hättet. Ich glaube, so sitzt der ganz gut. Bam! Und da steht er auch schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Gleise. Wir verbinden das Ganze jetzt einfach ganz schlicht. Von hier nach da. Ungefähr so. Kostet uns nochmal 200.000 knapp. Wir sind schon so halb pleite. Oh oh. Und ich hoffe, wir gehen jetzt nicht direkt in der ersten Episode pleite. Das wäre ein bisschen peinlich. Wir bestellen hier jetzt mal so ein Gebäude noch dazu. Da kommen dann unsere Züge praktisch raus. Das sind diese Zugdepots. Die müssen wir auch verbinden, dass die Züge dann direkt vom Depot aus hier auf die Gleise fahren können. Mal so. Und... Ungefähr so. Läuft. Und dann haben wir praktisch das erste Schienennetzwerk stehen. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein Zug. Das heißt, wir gehen wie auf das Depot und bestellen uns einen Zug. Das funktioniert genauso wie bei den Trucks. Wir wollen jetzt erstmal so einen Baldwin Six Wheels. 40 km/h, das ist deutlich schneller als die Pferdewagen da. Das ist schon mal gut. Ist dampfbetrieben, hat 40 Kilowatt Leistung. Was? 70? 70 Kilowatt Leistung, also... Weiß nicht. 70 kW? Das ist so viel wie ein heutiger Kleinwagen? Naja, ist schon ein bisschen mehr. Aber es ist nicht allzu viel. Okay. Und dafür brauchen wir jetzt einen entsprechenden Transportwagen. Wir wollen Holz transportieren. Das heißt, wir könnten so einen Rungenwagen nehmen. Oder, ich glaube, nur so einen Rungenwagen, ne? Wir wollen ja die Holzbretter transportieren. Davon nehmen wir mal
Wie viele können wir uns denn leisten? 666.000 ist schon teuer. Machen wir mal 1 Million, oder? Okay. Soll ich es tun? Wir tun es jetzt. Wir kaufen für 1.074.000 Dollar einen Zug. Go, go. Da ist er. Okay. Linie zuweisen. Wir haben noch keine Linie, das heißt, wir müssen erst die Linie erstellen. Ich habe schon pausiert, damit wir nicht so viel Geld zum Fenster rausschmeißen hier. Wir erstellen jetzt eine neue Linie von dem Bahnhof zu diesem Bahnhof. Und mehr können wir da auch gar nicht auswählen. Wir haben nur jeweils ein Gleis zur Verfügung. Der ist also jetzt so startklar. Dann gehen wir wieder aufs Depot, nehmen den Zug und schmeißen den auf die Linie 1. Und dann lassen wir es einfach mal anlaufen. Mal gucken, ob es funktioniert. So. Da fährt er los. Unser Zug. Die will ich jetzt aber auch sehen. Yeah. Mega cool. Also man sieht nicht wirklich viel. Der ist ein bisschen undicht. Der qualmt irgendwie zur Seite raus. Aber das ist so ein kleiner Zugwagen, ne? Mega cool. So eine Mini-Lokomotive. Da steht der Schaffner drauf. Der muss das alles ganz alleine machen. Der muss ja auch noch die Kohle da reinwerfen, ne? Wir haben gar keinen Kohlewagen, fällt mir auf. Aber bei 70 kW braucht man jetzt auch nicht so viel Kohle wahrscheinlich. Ja, super cool. Der fährt jetzt hier rüber. Der müsste hier dann theoretisch Holz abholen. Das wird hier schon gestapelt. Scheint also alles gut zu funktionieren. Das sind hier die Holzbretter. Die holt er jetzt ab und transportiert die dann rüber in die Werkzeugfabrik. Genau. Hier drüben haben wir jede Menge Holz. Also wir bräuchten wahrscheinlich noch ein paar Pferdewagen mehr. Mal gucken. Die sind einfach super langsam. Hier sind gerade 2 unterwegs. Die liefern wieder Holz an, was dann hier sofort verarbeitet wird. Wir sehen, wir haben eine Produktion von 20. 200 könnten wir, also wir können sehr viel mehr transportieren. Wir bräuchten mehr Pferdewagen, um mehr Rohstoffe zu holen. Und versendet haben wir noch so gut wie gar nichts. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Der Zug hält und bam, lädt die ganzen Bretter auf. Vielleicht hätte ein Wagen gereicht. Gut, wir wollen noch expandieren. Das war vielleicht ein bisschen viel für den Anfang. 1 Million für den Zug auszugeben. Aber wir haben noch 1,5 übrig, ne? Okay. Der transportiert es jetzt hier zur Werkzeugfabrik und dann stellen wir unsere ersten Werkzeuge her, wenn alles nach Plan läuft. Die wollen wir dann natürlich in die City transportieren. Das heißt, wir brauchen schon wieder so eine LKW-Station. Die drehen wir mal so ein bisschen und dann klatschen wir die hier mit dazu. Ungefähr. Ich glaube, hier steht die gut, oder? Machen wir das mal. Okay, richten wir sie mal so aus. Sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. So, wunderbar. Und dann brauchen wir natürlich eine Station hier in der Stadt, damit wir die Sachen hier runter transportieren können. Da brauchen wir also auch eine LKW-Station, wo wir die Sachen dann ausladen können. Und die würde ich jetzt einfach mal hier platzieren. Dann machen wir das mal hier, dann müssen die Leute nicht so weit fahren. Jeder Zentimeter zählt. Zeit ist Geld und Weg ist Zeit und so. Dann wir das mal hier mit dazu. Bam! Okay, dann brauchen wir noch eine neue Transportlinie. Verbinden wir das so und so. Und wir müssen die natürlich auch alle benennen, ganz wichtig. Das ist dann praktisch unsere Werkzeuglinie in Fremont. Damit wir da auch wieder Bescheid wissen. Und da setzen wir jetzt unsere beiden. Ja, wir haben ja noch gar keine. Wir müssen erst wieder Pferdewagen kaufen. So. Wieso sind denn da noch Pferdewagen drin eigentlich? Wir nehmen mal 2 und setzen die auf diese Linie. Fremont Werkzeug. Und die anderen setzen wir auf die Holzlinie. Die habe ich noch gar nicht losgeschickt scheinbar. Großer Fehler. Die kosten natürlich trotzdem einiges an Geld. Aber ich glaube, solange die im Depot stehen, kosten sie deutlich weniger, als wenn sie unterwegs sind. Außerdem werden die da gewartet und verlieren keine Haltbarkeit. Da kommt unser Zug. Okay. Der hat jetzt schon einen Wagen voll. Also, da müssen wir noch ein bisschen mehr Holz anliefern, damit die mehr Bretter herstellen können und der Zug dann auch ausgelastet ist. Aber immerhin funktioniert es schon mal. Die Bretter werden jetzt hier abgeliefert und die werden hier in der Fabrik, glaube ich, dann gestapelt. Also mal gucken. Ja, die liegen jetzt hier in der Fabrik. Also die wandern dann direkt darüber. Die Fabrik fängt an zu qualmen und stellt jetzt Werkzeuge her. Wunderbar. Läuft.
Die sollten dann hier im Depot landen und dann können wir die hoffentlich da abholen und Fremont versorgen. Mit Werkzeugen. Jetzt sitzt es langsam auch so ein bisschen eng. Die Luft wird dünn. Wir haben noch ein bisschen über 1,3 Millionen. Wir sollten also jetzt wirklich gucken, dass wir langsam ins Plus kommen. Wir haben im Moment in unserer Übersicht ziemlich viele Ausgaben. Ich hau hier also zuverlässig jeden Monat über 1,5 Millionen raus. Jetzt im aktuellen sind wir so ein bisschen, ach, das sind die Jahre. Im aktuellen Jahr sind wir so ein bisschen sparsamer. Wir sind jetzt 1852 und wir sind noch nicht pleite. Das heißt, wir haben schon 2 Jahre durchgehalten mit unserem Unternehmen. Das ist schon mal gut. Aber ihr seht in der Bilanz, dass die noch nicht so wunderbar aussieht. Minus 1,5, fast minus 2 Millionen, minus 206.000. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir könnten auch schon unsere Darlehen zurückzahlen. Die kosten uns natürlich Zinsen. Das kostet uns hier jedes Jahr $50.000. Aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Ganz ehrlich. Ich behalte das Geld erstmal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Starthilfe. Und wir zahlen es dann zurück, wenn wir ein bisschen mehr Geld verdienen, als wir das aktuell tun. So, wie sieht es denn hier aus? Mal gucken, dass wir den Zug jetzt langsam vollkriegen. Was machst du denn hier? Los, los, arbeiten und so. Oh oh, jetzt legt er los. Der hat ein bisschen Pause gemacht scheinbar. Ja, die zuckeln hier jetzt ganz gemütlich. Ich lasse jetzt ein bisschen schneller laufen. Wir gucken einfach mal, wie es hier aussieht mit dem Kontostand. Der sieht aber so aus, als würde er immer noch runtergehen. Also wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie profitabel werden. Das ist also wirklich nicht einfach. Wir haben das Spiel schon auf einfach gestellt. Aber ihr seht, wie gut man planen muss, um hier dann auch wirklich Profit zu machen. Es ist soweit. Die ersten Werkzeuge werden angeliefert. Ich glaube, die ersten sind gerade schon angekommen, aber die haben noch nicht so wirklich viel bewirkt. Aber der hier hat jetzt 2 Werkzeuge dabei. Die bringt er jetzt hier runter und lädt die da aus. Und dann... Bäm, 4.000 gab es für die 2. Nicht super viel, aber die haben jetzt 2 Werkzeug und können anfangen, irgendwie Häuser zu bauen oder irgendwas damit zu machen. Ich musste die Trackstation umverlegen, weil wenn wir hier ins Baumenü gehen, dann sehen wir, welche Gebäude eigentlich Nachfrage nach Werkzeug haben. Das sind also die hier unten, das heißt die Trackstation sollte dann hier hin, damit wir die entsprechend versorgen können, weil da oben kann ich die leider nicht versorgen, weil die Reichweite nicht groß genug ist. Deswegen konnten wir da auch keine Werkzeuge irgendwie loswerden. Das sind alles Industriegebäude hier. Die wollen alle Treibstoff und das sind natürlich auch alles Industriegebäude, die hier auf der anderen Seite der Stadt stehen. Das ist also so ein bisschen zentriert dann alles hier entsprechend. Hier ist die Werkzeugfabriken, sind die Werkzeugfabriken, hier sind diese Treibstofffabriken sozusagen oder Fabriken, die eben diese Ressourcen brauchen, um damit zu arbeiten. Die haben auch solche Tanks überall, also da weiß man gleich Bescheid. Genau, also das funktioniert jetzt. Wir sind auch im ersten Jahr jetzt in den schwarzen Zahlen. Wir schreiben keine roten Zahlen mehr. Die letzten Jahre war noch hier ein kleines Minus, das geht eigentlich auch noch durch. Und jetzt machen wir endlich saftig plus sogar 200.000 und das wird immer mehr. Oder weniger. Mal gucken, wo wir dann letztendlich rauskommen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal profitabel und soweit gerettet. Das heißt, ich kann dann langsam anfangen, meine Kredite zurückbezahlen. Oder wir erweitern das Ganze. Es geht natürlich genauso. Mal schauen. Wir haben hier jetzt auf dieser Linie, glaube ich, 20 Pferdewagen oder so. 16. 16 Pferdewagen, die hier Holz transportieren. Wir haben 2 Wagen, die Werkzeuge transportieren. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, ein paar mehr. Das sind doch ziemlich viele Werkzeuge geworden inzwischen. Können wir gleich noch mal so ein paar nachkaufen. Dann sieht es auch nicht so aus, als hätten wir zu viel Geld. Gehen wir mal aufs Depot und kaufen uns einfach noch. Wie viel brauchen wir denn? 3? 3 so Pferdewagen. Bam. Auf die Werkzeugroute. Go, go. Und dann sind wir auf jeden Fall profitabel. Das ist schon mal super cool. Auch wenn die Versorgung noch nicht optimal ist. Wir bräuchten also noch 3-mal, also wir bräuchten insgesamt 4-mal so viel Holz, wie wir aktuell hier liefern. Das heißt, die Pferdewagen sind so ein bisschen überfordert, obwohl die hier schon Schlange stehen langsam. Aber das ist echt cool, denen so ein bisschen zuzuschauen, wenn ich es schaffe, hier irgendwie ranzuzoomen. So, und da sind die unterwegs. Super cool. Und jetzt sind wir schon ein paar Jahre hier unterwegs. Wir sind jetzt im Jahr 1857. Mit der Zeit kriegen wir dann auch neue Technologien. Zum Beispiel, da kommt eine, The General. Der Zug fährt jetzt schon 45 km/h und ist auch saftig teuer. Der kann bestimmt auch ein paar mehr von den Anhängern dann ziehen, oder? Mal gucken.
Ja, also es geht immer weiter. Super cool, super interessant zuzuschauen. Und das Ganze ist halt so ein Management-Spiel einfach. Das muss man mögen. Ist auch wirklich ziemlich in-depth. Also da gibt es ziemlich viele Details, um die man sich dann kümmern darf. Und das Menü ist jetzt nicht super eingängig und auch so ein bisschen umständlich teilweise. Wobei das schon, glaube ich, sehr viel besser gelöst ist als in dem ersten Transport Fever, so wie ich das gesehen habe. Und ich komme da auch gut mit klar. Ist halt so ein bisschen Einarbeitungszeit. Mir macht das Spiel auf jeden Fall mega Spaß. Ich finde diese Simulation immer super cool. Da gibt es einfach immer so super viel zu tun und die ganzen Straßen zu erweitern und so weiter und so fort. Also ich habe auf jeden Fall einen riesen Spaß mit dem Game. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel findet. Release ist erst am 11. Dezember, aber ich denke, wir schauen auf jeden Fall noch so ein bisschen rein, bevor das Game dann released, damit ihr auch dann eine Meinung darüber habt, ob ihr euch das holen wollt oder nicht. Aber ich finde es jetzt schon super genial. Das war's erstmal mit der ersten Folge von Transport Fever 2. Schreibt in die Comments, wie ihr das Spiel bis jetzt findet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bin gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.